Ja, aber der Einlauf Christiane Klopsch vor Fabian Kohlmann. Wie sieht es diesmal aus? Natürlich Christiane Klopsch schnell dabei. Fabian Kohlmann hat hinten ihre Stärken als 800-Meter-Läuferin. Und da ist sie schon vorne. Wir dürfen hier anfeuern. Christiane Klopsch, die schnellste im letzten Jahr über 400 Meter Hürden. Und wenn sie in diesem Jahr um eine Sekunde steigert, dann hat sie die Chance, vielleicht zur EM zu kommen. Christiane Klopsch, LG Friedberg-Fauerbach, souverän vorne, wenn sie das jetzt durchzieht, wird es eine gute Zeit. Dahinter Fabian Kohlmann, knapp Zweite. Christiane Klopsch, jetzt die letzte Hürde, auf geht es nochmal. Jetzt den Rhythmus beibehalten, da kommt sie drüber, fast drüber. Ah. Aber 39,8 inoffiziell. So schnell ist sie hier noch nie gelaufen, Christiane Klopsch. Und da ist sie noch in die letzte Hürde reingetreten und das wäre Platz 3.